Mit großem Tamtam begann das diesjährige Theatersommerfest in Eisleben. Die Hetschner Gruppe Tramline marschierte auf die große Freifläche hinter dem Theater oder richtiger dem Kulturwerk MSH und eröffnete damit das Spektakel 2015. Roland Schinko, Vorsitzender des Vereins Freunde des Theaters, begrüßte die vielen Gäste und auch der Intendant des Hauses, Ulrich Fischer, freute sich darüber und versprach den Besuchern einen unterhaltsamen Abend. Wie immer hatten sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Gleich zu Beginn gab es ein Speed-Dating. Gäste hatten Gelegenheit, die Schauspieler im persönlichen Gespräch näher kennenzulernen. Einzige Hürde dabei, die Zeit. Denn nach 2 Minuten wechselten die Besucher einen Platz weiter, um mit dem nächsten Mimen ins kurze Gespräch zu kommen. Eben ein Speed-Dating. Der ganze Abend stand übrigens unter dem Motto gut behütet. Und eine ganze Reihe von Gästen hatte sich dazu eine kreative Kopfbedeckung einfallen lassen. Unter ihnen natürlich auch Eislebens Oberbürgermeisterin Jutta Fischer. Der Hutmacher aus der Inszenierung Alice im Wunderland, alias Schauspieler Oliver Beck, kürte im Verlauf des Abends Rosemarie Salzmann mit ihrem selbstgefertigten Hut zur Siegerin mit dem Hut-Oscar. Höhepunkt war auch die Darbietung von Irina Bilenka-Chaplin, die mit Sandmalereien auf der großen Bühne Geschichten erzählte und viel Beifall bekam. Im Freigelände gab es ebenfalls eine Menge zu erleben. Umrahmt von Happiness aus Sangerhausen wurde getanzt oder den Vorstellungen des Theater Erwachsenenclubs gefolgt oder den Schauspielern bei ihrer Arbeit zugesehen. Auch Showtime, die bekannte Tanzgruppe aus der Lutherstadt, zeigte ihr Können. Apropos Können, für ihre Leistungen wurde am späten Abend das Ensemblemitglied Michaela Dazian mit dem vom Förderverein und der MZ ausgelobten, begehrten Mansfeld-Oscar geehrt. So kann eine Spielzeit eindrucksvoll zu Ende gehen. Wir baten den Intendanten, auf diese zurückzublicken. Also die letzte Spielzeit ist richtig gut gelaufen. Wir hatten zwar weniger Geld und weniger Leute als vorher. Sie wissen das ja alle, die Zuschauer wissen das. Aber wir haben es trotzdem krachen lassen und die Vorstellungen waren viel besser besucht als in den Spielzeiten voran. Offenbar solidarisieren sich doch viele Mansfelder mit ihrem Theater und kommen also jetzt erst recht. Sie haben gerade gesagt, weniger Geld. Das Stichwort geht ja zurzeit durch alle Medien auch durch. Hetschen hat die Zuschüsse gekürzt. Ist das für Eisleben der Anfang vom Ende? Ich will es nicht hoffen. Also bis jetzt haben wir dieses Ziel erreicht, bis jetzt zu existieren, weil die Region immer wie ein Mann hinter dem Theater gestanden hat. Jetzt scheint das zu bröckeln. Aber ich weiß erstmal nicht genau, ob dieser Beschluss denn überhaupt Bestand haben wird, weil der in sich widersprüchlich ist. Also da ist das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen. Und dann gibt es ja auch noch 2 andere Gesellschafter, die sehr wohl wissen, dass uns diese Streichung von 75.000 Euro nicht nur 3 weitere Arbeitsplätze kosten würden, sondern uns auch politischen Schaden zufügen, dem Land gegenüber. Also ich denke, das letzte Wort ist nicht gesprochen und wir werden weiter dafür kämpfen. Wir haben ja auch im vorigen Jahr unser Engagement in Hetschett vervielfacht und haben also mehrere Vorstellungen gespielt in Hetschett, die auch ganz gut besucht waren. Also die Zuschauerzahlen in Hetschett im Ratssaal und im Mansfeldschloss, im Humboldtschloss waren ganz gut. Also wir haben viel mehr erreicht. Wir spielen ja hunderte Male in den Schulen, mit unseren Klassenzimmerstücken sind wir unterwegs. Also Hetschett müsste eigentlich merken, was es an uns hat. Aber offenbar haben die Stadträte davon entweder nichts mitgekriegt oder sie ignorieren es leider. Also wir wollen aber unser Engagement aufrechterhalten und hoffen, dass wir daran noch was drehen können und dass es nicht so böse kommt, wie es jetzt aussieht.